Meine Kollegen im Krankenhaus haben mir schon von Ihnen erzählt. Gut, dass man Sie rechtzeitig gefunden hat. Etwas später und Sie säßen heute wahrscheinlich nicht mehr hier. Lustig, wie sich das Schicksal manchmal wendet. Dann erzählen Sie mal von Anfang an. Es war in der Schule. Wir hatten gerade Sportunterricht Dienstag. Ich war noch in der Umkleide und die Mädchen hatten halt alle Schminke da liegen und ich wollte es einfach mal ausprobieren und hab halt dann was davon genommen und hab angefangen, mich zu schminken und auf einmal stand da dieser Junge vor mir. Er hat die ganze Zeit mitgefilmt. Ich weiß einfach nicht, warum ich das nicht gemerkt habe. Das Video hat er jetzt die ganze Schule gesehen und sie lachen mich alle aus und ärgern mich damit. Ich weiß einfach nicht mehr, was ich tun soll. Gut, das war's dann für heute. Wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Mein größter Wunsch wäre es einfach mal als Patricia Adams in die Schule zu kommen, um allen zeigen zu können, wer ich sein möchte und wer ich wirklich bin. Sie wollen also allen Ernstes Ihre Mitschüler mit Ihrem neuen Hobby konfrontieren. Sind Sie sich denn der Konsequenzen bewusst? Wenn Sie dort einmal so auftauchen, haben Sie sofort den Ruf weg, ein Freak zu sein. Mensch, die könnten noch viel mehr aus sich machen, als geschminkt und auf hohen Hacken durch die Schule zu stolzieren. Entschuldigung, Sie müssen leider draußen warten. Aber ich wollte auch nur als Tut mir leid. Sie würden nur stören und meinen Patienten daran hindern, sich zu öffnen. Tut mir leid. Das wusste ich nicht. Warte einfach auf mich, solange ich schaffe das schon irgendwie. Okay. Und Sie wollten sich also Unterstützung zu unserer Sitzung dazu holen, ja? Haben Sie denn kein Vertrauen zu mir? Oder wollten Sie einfach nicht allein in diesem Aufzug durch die Stadt laufen? Ich habe mich heute dazu entschieden, so zum allerersten Mal in der Öffentlichkeit. Darüber haben wir doch letzte Woche schon gesprochen. Ihr Handeln zeigt mir, dass Sie überhaupt nicht zugehört haben. Aber ich wollte Ihnen doch nur zeigen, wer ich wirklich bin. Eine solche Identitätskrise wird Sie nicht vor Ihrem eigentlichen Ich beschützen. Nur mir haben Sie es zu verdanken, dass Sie heute noch hier sitzen. Und nur mit mir werden Sie es auch weiterhin schaffen. Ich habe Ihnen meine Zeit und meine Aufmerksamkeit geschenkt. Und was ist der Dank dafür? Schauen Sie sich doch mal an! Wollen Sie wirklich das sein? Was ist der Dank dafür? Schauen Sie sich doch mal an! Wollen Sie wirklich das sein?